Und hier hinten kommen jetzt wieder die. Ja, genau. Wenn ich dir was auf Discord schicke, dann wirst du jetzt nicht, also du kriegst jetzt kein Bing, 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 Nein, oder? nein, nein, alles gut. Das ist, wenn ich OBS offen Okay, habe, ist cool. es quasi. Ja, okay. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Also hier finde ich gerade nichts mehr, deswegen werde ich jetzt nach oben klettern. Klettern. Kletter, 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 ich kletter die Wand hinauf. Da 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 Kletter, da kletter, da 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 kletter. da Ich da. kletter die Wand hinauf. Irgendwie schaut die aus wie eine Spinne aus dem Winkel, I don't know. Lara, die Spinne, vielleicht hat sie doch was mit den Artefakten gemacht im Dreier. Who the fuck knows? Muss jetzt gleich einen Backjump machen? Oder kann man. Ne, Leute, du kannst da legit Wie einfach, alt wenn war man will. Lara nochmal? Jetzt wahrscheinlich schon tot. Speicher mal. Bin ich im Secret Area? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ist es bezüglich der Lüfter? Musik. Nee, ja, es ist schon in Warte, Bezug der warte. Lüfter, aber. Piu, 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 piu. Geh mal ganz kurz hier in die Settings. Sound. Was ist Musik? Das hier ist Musik. Ich Es bin mir ist nicht auf jeden Fall sicher. gerade alles extrem laut geworden. Das untere war Musik. Safe. Oder? Nee, nee, das. Ach, keine Ahnung. Aber das obere hat eine Note. Ja, aber das obere hat gerade die Umgebungssounds verändert. Es ist jetzt gerade alles mega laut bei mir. Es regnet. Es ist ultra laut geworden. Ich muss den Stream leiser machen. Jetzt hat man hier wenigstens mal Hintergrundgeräusche. So das Gefühl, das hat man vorher gar nicht gehört. Ja, ich hab's schon gehört. Ja, jetzt würde ich mich hier erst einmal umgucken. Secret Nummer 1. Sie Da nannten ist mich es. Croft. Lara Croft. Munition. Eine Shotgun. Eine Shotgun. Oh. Und noch mehr Munition. Geil. Okay, das ist gut. Sogar selbstständig gefunden, ne? Bist du stolz? Ja, ist doch gut. Bin stolz auf dich, mein Sohn. Ich würde, wenn diese Folge, wenn wir 60 Minuten haben, würde Ja. ich einen Break machen. Okay. Ja. Ja, nee, das war alles, was ich sagen wollte. Also. Lol. Übrigens, der Typ, ja. der das DLC gespielt hat, Lost Artifact, der hat 100% mit allen Secrets in 1 Stunde 34 Minuten und 51 Sekunden gemacht. Ja, wow. Aber hat er auch Ich wirklich sag's ja gespielt oder nur, nur die ist. Secrets gezeigt in der Zeit? Nee, der hat das alles komplett durchgeballert. Lol, okay, krass. Der hat Speedrun gemacht quasi. Ja, aber Einfach nur man, durchgeballert und wir weg. sind ja jetzt schon bei einer Vor allem, Stunde. er nennt es trotzdem noch Longplay, weißt du? What? Ich nenne das Speedrun, aber er nennt es Longplay. Ist es hier mal ein Zugtor gewesen? So weißt du schon, hier so, so. Ich weiß es nicht. Kann sein. Heißt es Zugtor? Zugbrücke. Zugbrücke. Wenn du das meinst, was ich meine. Meine ich das, was du meinst, das, was ich meine? Also ich meine das, was ich meine. Ich weiß aber nicht, ob du meinst, was ich meine, was ich meine, was du meinst. Da solltest du nicht runterfallen. Also ich meine, dass du meinst, dass ich meine, dass du meinst, dass ich meine. Was ich meine. Ja, ich glaube, dann meine ich dasselbe wie du. Okay. Oder du meinst dasselbe wie ich. Weil ich meine ja dasselbe wie du und da also meinst du dasselbe wie ich. Aber wenn wir jetzt mal Verstehst du, was noch. ich meine? Ich weiß nicht, ich habe irgendwie meine verloren. Nein, das ist tot. Island Fling oder was? Wie hieß das nochmal? Ja. Und du bist tot. Und du bist tot! Tot, Mami.
Ja, Etzel erreicht's. Problem gelöst. Er weiß auch nicht, was er will, oder? Ja, wow, jetzt schießt er nochmal, ist dein Ernst? Schuss am Ende, ja. Ich wüsste gerne, was es damit auf sich hat. Keine Ahnung. Oh, kacke, das war nicht smart. Oh Gott, ey. Da hatte ich echt ein bisschen Glück gerade. Weil da unten, da waren wir schon und ja, da schaut's nicht so einladend aus. Hast du jetzt eigentlich die Shotgun bekommen, ja, ne? Ja, die habe ich auf meinem Rücken, wie okay, du siehst. Okay. Hier. Siehst du sie? Ja, ist ja gut. Öffne die Augen, mein Sohn, erkenne die Wahrheit. Ich kann nicht. Nee, ich kann nicht. Für das Imperium. Imperium sind eh die coolen, also bitte. Wer will überhaupt, dass die Rebellen gewinnen, verdammt? Yoda, Luke, Han. Alles Verräter. Okay. Der Imperator hätte Frieden in die Galaxie gebracht. Das Gleichgewicht wiederhergestellt. Vollidiot war das. Oh mein Gott! Oh, Grafikbug, was war das? What the fuck? Hallo. Da wärst du eben runtergefallen. Wer ich? Weiß ich nicht, wärst du? Was ist da oben? Weiß ich nicht. Man weiß es nicht. Nutz den Hebel. Nutze den Hebel. Einen Zugtor hat sich geöffnet. Einen Zugtor. Ah, da wird das Bild erstmal ein bisschen kleiner. Es ist auf Zeit! Es ist auf fucking Zeit. Mach nochmal einen anderen Save, bitte. Ja. Nein. Ja, ich wollte nur trotzdem nochmal speichern. Achso. So. Weil du bist auch direkt schon bei Secret 2, nur ich weiß nicht, es kann sein, dass du das verfehlst vielleicht. So was traust du mir jetzt? Du bist sehr, sehr nah an dem Was steht Secret. Auf seiner Jacke? Ich will seine Jacke sehen, nicht deinen Hintern, Lara. Alter. Hells Angels. Hells Angels, ja. Ah, herrlich, ey. Ah, Mann, ey. Aqua. Eine Aqua. Brechstange. Woo! Oh, no way! Die brechende Stange. Die brechende Brechstange. Hä? But why? Keine Ahnung. Warum nicht? Der Hebel gehört zu Secret Nummer 2 dazu. Okay. Auch auf Zeit? Keine Ahnung. Wahrscheinlich. Oh yeah, Musik! Oh nein. Es ist auf Zeit. Ich weiß aber wo, glaube ich. Aber also Asi. Du solltest da auf jeden Fall recht zügig hin, ja. Dann musst du noch durch ein zweites Tor und da ist eine Tür und die machst du auf und da ist dann Secret Nummer 2 drin. Ich hab's selber gemerkt, ist okay. Dann ist ja gut.
Lauf, 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 mein Sohn, lauf. Ich bin dran vorbei, oder? Ich bin dran vorbeigelaufen. Ja. Verdammte Scheiße nochmal. Ach ja. Nee, es ist echt schön. Ich feuer das. Ich feuer das, Junge. Ich feuer das. Du bist gefeuert. Ups. Was? Da waren kurz Boobs. Ach so, ich hab Ups verstanden. Nee, ich hab Boobs gesagt. B-O-O-B-S. Hello there. What is going on? Ab in Deckung. Lara, nein, nicht so langsam. Geh in Deckung. Have you brain-Schaden? Was heißt denn Schaden? Have you brain-busted? Ist dein brain-busted? Ach, herrlich, ey. Ein Medipack. Geh mal geradeaus. Da rein? Ich will mich doch erst umgucken. Geh geradeaus. Ja, Sir. Weiter geradeaus. Hol dir dein Secret ab. Aber er hat die Tür erst öffnen müssen, ne? Ich hab mich gerade richtig hart erschrocken, ne? Ja, und ich hoffe, dass sie wieder aufgeht, weil sonst hast du ein Problem. Ne, die geht auch nicht wieder auf, aber ich weiß jetzt, wie es geht, okay. Oh Gott, hat mich das gescared. Gescared? Wo bin ich? Ach, Mami, I got scared. Wow, have you brain Schaden? Also nochmal zurück. Ja. Aber machbar ist es ja. Drei Secrets gibt es hier ja. Genau. Ey, du hast dich perfekt ausgerichtet und dann so reingekackt, ne? Alter. Diddidim, 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 diddidim. Wow, was machst du da eigentlich? Oh mein Gott, er sneakt sich ran! Er sneakt sich ran! Geh direkt durch die Tür. Mach die Tür. Geh durch, geh durch, geh ja, durch. Ja, ich hab so meine Navigationsschwierigkeiten. So, dann mach jetzt mal die Tür hinter dir auf. Mit der Brechstange. So, eset. Ich breche. Ich hab die Brechstange nicht. Digga. Ich hab die Brechstange nicht. Es kann nicht sein, ey. Monster of Gaming schon wieder richtig im Tomb Raider LP unterwegs. So die typischen Fehler, die man von Monster of Gaming kennt. Was du redest. Machst du redest, Mama? Du bist immer so negativ eingestellt hier. Das stimmt doch gar nicht. Das stimmt doch gar nicht. Lüfter sind ich hab die Brechstange gar nicht mitgenommen. Nein. Ich meine, du hättest das Holz auch zerschießen können, so ist es nicht, ne? Hast ja unendlich Bullets. Warum heißt Brechstange Brechstange? Bricht die? Ich hab's tatsächlich mal geschafft, eine Brechstange kaputt zu machen. Okay. Da war die Tür einfach stärker. Ein bisschen stärker, ja. Alter. Das fühlt sich übrigens richtig ungeil an, wenn du so ein Ding zerbrichst. Okay. Und man legt sich auf die Fresse dabei. Lei. Dididim, 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 dididim. Piu, piu. Piu, piu. Oh mein Gott, guck mal.
Ja, siehst du es? Hast du es gesehen? Ja! Dieses Deckungsfeature! Ja! Ist fast besser als Rainbow Six. Ich war begeistert. Ich auch. Dididim. Dim. Piu, 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 piu. Er ist tot, entspann dich. Crowbar. Jetzt hol dir dein Secret. Secret Nummer 2. Oh ja. Tudelim, die MP5. Yo, wir werden ja richtig verwöhnt hier. So is it. Das ist ein Sarg, oder? Das ist hier eine Grabstätte, in der wir gerade sind. Ja, da drunter liegt King Arthur. Lei. Wie viel Munition hast du bekommen? Sekunde. Also Shotgun haben wir 14, 180 für die MP, eine Rakete und 24 für die Harpune. Okay, die Rakete kannst du dann schmeißen. Das ist ein Mörser, oder? Muss man quasi einmal auf den Boden hauen und dann... Ja, einmal auf den Boden hauen und dann wirfst du das Ding einfach. Was war denn das für ein Spiel? Einfach die Flair da drauf geschmissen. Leute, das war gar nicht mal so gemeint. Das war, glaube ich, Battlefield Vietnam damals, wo man das machen konnte. Da konntest du auch einen Mörser nehmen. War das Battlefield Vietnam? Dass du quasi einen Mörser so einmal angeschlagen hast und dann hast du den geworfen wie eine Handgranate. Irgendein Spiel war das. Ich weiß es nicht mehr. Oder war das ein Call of Duty? In einem Film hat man das auch schon mal gemacht. Ich stehe deutlich über dir. Jo. Was sagt das Uhrzeitnäschen? Ein bisschen geht noch. Okay. Jetzt stirbst du? Nein, die Flammen sind zeitgesteuert. Das bedeutet, wenn wir warten... Lass sie die Füße wärmen. Ha. Speichern. Nice. Secret Nummer 2. Ich guck mal, wann Friedhof der Kuscheltiere Nummer 3 kommt. Okay, Secret Nummer 3 dauert noch ein bisschen. Ich habe Friedhof der Kuscheltiere noch nie gesehen. Können wir gerne machen. Wir können den neuen so? Und den alten gucken. Gut. Geht's um Kuscheltiere? Es geht um Haustiere. Haustiere? Und einen, ja. Es geht um Haustiere und um einen Indianerfriedhof, aber können wir gerne mal gucken. Ist ganz cool. Das Original ist halt alt, ne? Mhm. Darf man sich nicht von... Also es ist halt trotzdem ein guter Film, aber der neue ist tatsächlich auch sehr gut gemacht gewesen. Ich weiß gar nicht, war der neue nur ein Remake oder... Fragst du mich jetzt hier? Nee, das war mehr so eine Frage auch an mich, weil es ist echt schon ewig lange her, dass ich den gesehen habe. Aber wir sind jetzt hier in der Burg im Endeffekt. Ja. Ich frag mich, ob du jetzt wieder zurück kannst, weil da war ja noch ein Hebel mit einer Tür. Ja. Oder ob nicht. Das erinnert mich mega hart gerade an Zelda Ocarina of Time. Mich erinnert das tatsächlich an das Herr der Ringe Game. Da bist du auch durch so einen Nebel gelaufen und in dem Nebel sind dann diese Geister erschienen und nur Aragorn konnte sie fighten, weil er sein Schwertchen hatte. Also mich erinnert es an Ocarina of Time, weil wenn du die Zeitreise, das habe ich dir erstmal gezeigt vor nicht allzu langer Zeit, wenn du die Zeitreise gemacht hast, dass du erwachsen wurdest, dann sind in der Stadt ja lauter Zombies gewesen, aber auch so Nebel quasi, so ein 2D-Nebel. Und das habe ich wirklich vor mir gesehen. Das ist auch fast schon ein Kindheitstrauma. Also die waren wirklich insane creepy, das glaubst du gar nicht. Die konntest du auch nicht besiegen. Du hast doch mit dem Schwert auf die eingeprügelt. Dann sind die irgendwann so zwar noch gestanden, aber der Oberkörper ist nach hinten geknickt.
Dann hat es aber nicht lange gedauert, hat er sich wieder nach vorne gefaltet und dann waren die wieder okay, dann sind die weiter marschiert. Das war so creepy. Und die waren aggressiv dir gegenüber. Ja, verständlich. Gucken wir uns erstmal nochmal an hier, was es für ein Sarg ist. Ein heiliger Stein, ein Sarg, weißt du? Ein Sarg. Williard steht hier links auf dem Stein. Siehst du es auch? W-I-L-E-A-R-D. Auf dem anderen auch. Der Mann ist ja einfach überall begraben. Die haben überall so Einzelteile hingeschmissen. Da mal ein Finger, da mal ein Kopf. Oder es war so ein... Oder er war der erste Selbstmordattentäter. Lol. Hier liegt ein Stückchen von ihm und da liegt ein Stückchen von ihm. Was du raushaust. Ja. Crazy. Was willst du machen? Trau dich, komm zu mir. Lol. Was ist auf der Rückseite? Ein Auge oder eine Rose? Ein Totenkopf mit unten zwei Knochen drunter, gekreuzt. Das ist doch kein Totenkopf. Doch. Nein. Klar. Das sieht aus wie so dieses Piratensymbol. Das ist ein Zyklonen-Totenkopf oder was mit einem Auge? Das sind zwei Augen, guck halt richtig. Ich guck doch. Ja, links eins und rechts eins. Oh Mann. Ja, dann würde ich sagen, speichern wir hier mal und machen kurz den Break, den du willst. Naja, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann sehen wir uns gleich wieder. Ja. Hat schon mal viel Spaß gemacht hier, der Auftakt hier von Tomb Raider Lost Artifact. Und dann bis gleich. Bis gleich. Sagt ciao. Ciao.